Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Na? Hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, gestern einen schönen Tag gehabt. Und bis jetzt einen schönen Morgen. Okay, ich vermute, der Fehler ist immer noch nicht behoben. Den gab es vorgestern schon. Okay. Gut, dann müssen wir nochmal von vorne starten. Moment. Also nicht in den Stall gehen. Ich verstehe. Hallo Cordula, hallo Spieler, guten Morgen Traumamädchen und hallo Adela. Meint, ich connecte wieder neu. Ich habe gehofft, dass das seit vorgestern eigentlich jetzt behoben ist, aber noch nicht. Also gucken wir mal, ob wir überhaupt irgendein Pferd rufen können. Wenn nicht, müssen wir uns im schlimmsten Fall wieder irgendwas lähmen oder halt zu Fuß nach oben laufen. Eins von beiden. Dann gucken wir mal, ob wir uns irgendein Pferdchen rufen können. Das geht wenigstens. Hallo Coffee. Gut. Dann reiten wir mal nach oben. Und dann nutzen wir mal den Weg nach oben, um ein bisschen zu reden. Denn ich fürchte, das wird notwendig sein. Moment. Muss mal kurz was trinken, sonst macht meine Stimme nicht mit. Geht los. Ernst jetzt? Ja, dann frisst doch nicht so viel, Mäuschen. Das nimmt dir keiner was weg. So, also, hallo Chat. Der ein oder andere hat vielleicht mitbekommen, dass wir gestern Abend noch
uns unterhalten haben und in einem kleinen RP-Talk waren oder eigentlich nicht RP-Talk, sondern mehr oder minder so eine Diskussionsrunde rund um, um das Update, rund um den Server etc. Howdy. Howdy. Und da wurden eine Menge Dinge gesagt. Ich glaube, alle haben so ihre Unzufriedenheit ausgedrückt, die momentan herrscht. Und unabhängig davon hatte ich gestern Morgen schon oder im Laufe des Tages auch mit dem einen oder anderen geschrieben. Und habe auch da nochmal gesagt, wie momentan bei mir der Stand der Dinge ist. Und hallo Storok, dankeschön für deinen Follow, hallo. Und damit ihr da auch eben up to date seid und das nicht nur über Dritte oder wie auch immer, damit ihr das einfach auch von mir hört, einmal. Fällt mir das nicht so einfach, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Spielfreude, die ich hatte, sehr genommen wurde mit diesem Update. Und ich möchte im Vorhinein sagen, dass das weder ein Bashing des Supports ist, noch sonst irgendwas. Appreciate, dass der Support, dass die Leute sich da sehr dahinter hängen und versuchen, das irgendwie auszumerzen. Nichtsdestotrotz sind Entscheidungen getroffen worden, mit diesem Update es so zu bringen, wie es ist, die meiner Meinung nach nicht richtig waren und die auch nach ganz vielen Meinungen über nicht richtig waren. Denn ihr seht das selbst und ihr habt das mitbekommen jetzt die letzten 3-4 Tage. Es ist für uns kaum möglich, RP zu spielen im Sinne von dem, was wir vorher gespielt haben. Unsere Stränge sind abgerissen. Wir können den nicht weiterspielen. Die meisten der Funktionen funktionieren nicht. Und das ist für uns aktuell unverständlich. Oder auch für, ich spreche jetzt nur erstmal von mir. Ich spreche nur von mir. Es ist für mich unverständlich, wie man das Update jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt bringen konnte, wenn man vorher ein funktionierendes System hatte. Ich sage aber auch ganz klar dazu, ich weiß nicht, was im Hintergrund los ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das Update jetzt rausgebracht werden musste. Ich weiß nicht, warum es in diesem Zustand rausgebracht werden muss. Alles Dinge, die ich nicht weiß. Und da ist der Knackpunkt. Ich denke, das Verständnis für die Situation wäre bei einigen Spielern viel, viel höher, wenn mit offenen Karten gespielt werden würde. Wenn gesagt werden würde, hey, das ist der Grund, warum das Update jetzt raus musste, weil, keine Ahnung, ne, ich kann mir Dinge denken, ich will aber nichts jemandem in den Mund legen. Moment. So, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich möchte auch gar keine schlechte Stimmung verbreiten. Nichtsdestotrotz ist meine Freude an dem Spiel, an dem Server gerade, an dem RP, wie wir es gespielt haben, an dem, was war, nicht gegeben. Ich merke das. Ich habe keine Lust einzuloggen, ehrlich gesagt. Ich war vorgestern Abend nochmal drin, auch offstream, nachdem ich den Stream dann ausgemacht hatte, war ich 2 Stunden später nochmal drin. Da sind auch die ein oder andere Sache vorgefallen, wo ich mir denke, warum? Und dann muss man irgendwann eben überlegen, okay, macht man das so weiter? Und dann ist eben die Frage, macht man das weiter für die Leute, die da sind? Und auf den Punkt würde ich sagen, ja, definitiv, weil ich spiele mit den Leuten von der Ranch sehr, sehr gerne RP. Und ich denke, das habt ihr gemerkt, sonst hätte ich nicht diese Stundenanzahl auch über den Monat gehabt oder über die Monate jetzt, die wir spielen. Ich habe das sehr gerne gemacht, ich habe das sehr enjoyed. Aber es ist uns so nicht möglich und alle sind gefrustet und
Wenn mir etwas keinen Spaß macht, dann will ich es auch nicht machen, weil dann zwinge ich mich dazu und das ist immer noch ein Spiel und ich bin am Ende niemandem was schuldig, nur mir selbst. Und ich merke, wie Frieda sich verändert in diese Richtung. Frieda ist so passiv-aggressiv. Wenn Leute quer über die Koppel reiten. Ja. Kurzum. Ich für meinen Teil sehe es so, dass ich eine Pause mache. Ich weiß nicht, wie lange. Ich weiß nicht, ob für eine Woche, ich weiß nicht, ob für einen Monat und es mir dann nochmal angucke. Mir ist bewusst, dass dadurch eben sein könnte, wenn alle sich so entscheiden würden, dass dann die Ranch weg ist. Wäre etwas, was natürlich echt blöd wäre. Und was ich auch nicht will, um Gottes Willen. Andererseits denke ich mir, warum wird da nicht klar kommuniziert? Also ich weiß, dass mittlerweile auf den Servern wildfremde Leute, auch neue Leute, die vorher noch nicht gespielt haben oder Leute, die vor 5 Wochen mal gespielt haben und dann seit Wochen nicht mehr da waren, sich auf Ranches setzen und sagen, das ist meine. So. Ich weiß auch nicht, warum das nicht unterbunden wird vom Support. Warum sagt der Support nicht oder schreibt nicht ganz klar eine Meldung und sagt, pass auf, die und die Ranches sind besetzt von den Leuten. Aktuell. Dann gäbe es das nicht. Ja, auf der einen Seite ist das vielleicht RP, aber das ist kein RP, was sich jetzt irgendwie aufgebaut hat. Das ist RP von Leuten, die halt einfach Bock drauf haben, Leute zu ärgern, so. Also weiß nicht, ob man das unbedingt machen muss. Und im Allgemeinen finde ich die Kommunikation, wie sie von Anfang an gelaufen ist, seitdem dieses Update angekündigt wurde, einfach ganz, ganz, ganz schlimm. Weil sie nicht vorhanden war. Es ist auch jetzt keine Roadmap draußen oder irgendwas. Würde es wenigstens eine Roadmap geben, dass man sagt, okay, in einem Monat, in 2 Wochen, was weiß ich, kommt zum Beispiel das Ranch-Update. Ja, beziehungsweise das Ranch-System kommt rein. Aber alles, was man mitbekommt, sind irgendwelche Gerüchte von Dritten. So, wir können natürlich auch nicht irgendwie jedes Mal, wenn wir irgendwas hören, in den Support gehen und können fragen, hey, ist das so oder ist das nicht so? Weil der Support genug zu tun hat und weil man die Leute ja auch nicht nerven möchte. Man möchte denen nicht auf den Sack gehen. Aber man bekommt andersrum auch keine offiziellen Informationen. Der eine sagt das, der andere sagt das. Es sind Sachen raus, von wegen, das Skript ist noch nicht mal geschrieben. Von wegen, das würde noch mindestens einen Monat dauern, dass das Ranch-Update kommt. Dann heißt es, die ganzen Stallmeister, die vorher in den Städten gearbeitet werden, sollen jetzt alle auf die Ranches verteilt werden. Dann wiederum nicht. Keiner weiß, was los ist. Und dann muss ich mich eben fragen, bin ich bereit, das irgendwie mitzumachen? Weil am Ende leidet halt mein RP darunter und meine Lust am Spielen. Ich habe keinen Bock darauf, dass wir uns vorsetzen lassen müssen, was jetzt passiert und was nicht. So. Dann hätte man komplett wipen sollen. Dann hätte man auch die Stränge wipen sollen, weil am Ende sind sie jetzt gewiped. Wir sollen nicht ausspielen, dass der Vibe nicht da ist. Das ist okay, damit gehe ich konform. Aber am Ende musst du es dann irgendwie doch oder es wird von den einen ausgespielt, von den anderen nicht. Alle hängen komplett in der Luft und keiner weiß, wie es weitergeht. Und alle sind gefrustet. Und es gibt heute Tag 4, glaube ich, nach dem Update oder Tag 5, ich bin mir gerade gar nicht genau sicher, gibt es immer noch kein offizielles Statement, auch nicht von der Projektleitung, für alle ersichtlich, wie es jetzt weitergeht. Oder mal ein Ding von wegen, hey, wir hören euch, wir wissen das. Sondern die Leute, die bis zum letzten Tag vorm Update durchgezogen haben und RP gespielt haben, die nicht gegangen sind, weil sie nicht wussten, wie es jetzt weitergeht, die einfach weitergemacht haben, die sind jetzt die Gearschten. Und das ist halt etwas, was am Ende des Tages nicht fair ist. Und ich war im Support, weil es andere Leute waren im Support und die Antwort, die man zu hören bekommt, ist, ja, ist jetzt so, können wir nicht ändern. Ich werfe das den Jungs und den Mädels vom Support überhaupt nicht vor, gar nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass die eben auch nicht genau wissen, wie es weitergeht.
Mindestens so, wie sie sich äußern. Aber das ist nur eine Vermutung meinerseits. Aber das hilft der Situation nicht. Also kann ich für mich nur sagen, bis zu diesem Update war alles fein. Das System ist gelaufen, jeder hatte seine AP-Stränge, es war gut, wie es war. Das Einzige, was dieses Update geschafft hat und erreicht hat, ist, dass jetzt mehr Spieler wieder auf dem Server sind. Die aber auch alle nicht whitelistet sind. Oder beziehungsweise jetzt mittlerweile sind sie natürlich whitelistet, aber der Support hat einfach nicht die Zeit, wirklich, glaube ich, zumindest habe ich das Gefühl, sich darum zu kümmern. So die Aussortierung von Leuten, die hier auf den Server passen, von ihrem RP-Stil her oder nicht, die läuft über die Spieler. Und halt super schwierig. So. Also, ja. Alles in allem eine sehr schwierige Situation. Keine geile Situation. Keine Situation, an der man Spaß hat. Und ich für meinen Teil habe da wenig Lust drauf. Ich habe jetzt den anderen gesagt, dass ich noch mal das ein oder andere Mal morgens mit einlogge und vielleicht eine Stunde, zwei versuche und gucke. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich dabei schon ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil ich im Moment einfach, mir ist einfach die Lust komplett genommen. Ich bin richtig frustriert, was das angeht. Und ich denke, das habt ihr auch in den letzten Streams gemerkt. Und dann muss ich mich fragen, will ich das für meinen Stream? Und dann muss ich halt auch sagen, nein, das will ich nicht. Ich will nicht frustriert sein, wenn ich den Stream anmache oder wenn ich ins Spiel reingehe. Das macht keinen Sinn für mich. Und ja, deswegen ist es so, wie es ist. Ich werde mich von Red Dead erstmal ein bisschen zurückziehen. Ich werde jetzt auch nicht auf einen anderen Red Dead-Server gehen. Das macht für mich keinen Sinn. Ich werde mir das nochmal angucken. Ich werde immer mal zwischendurch reingucken und gucken, ob irgendwann der Status erreicht ist, dass man sagt, ja, man kann da drauf wieder spielen, dann ist das in Ordnung. Und dann werde ich mir für die Zwischenzeit was anderes suchen, beziehungsweise nicht, vielleicht nicht für die Zwischenzeit, sondern ich werde mir erstmal was anderes wahrscheinlich suchen und schaue, dass ich da eben wieder Spaß habe. So habe ich das immer gemacht und so werde ich das auch weitermachen. So habe ich das auch bei GTA-P gemacht. Als ich keinen Spaß mehr hatte, habe ich gesagt, okay, das hatte gar nichts mit dem Server zu tun, überhaupt nicht. Auch nicht mit irgendwelchen Leuten oder sowas, gar nicht. Mein Charakter hat mir keinen Spaß gemacht, ich bin nicht reingekommen, war mit mir unzufrieden und dann habe ich eben gesagt, okay. Und da habe ich auch eine Menge Freunde, Anführungszeichen, so zurückgelassen und habe das halt für mich entschieden und bin dann halt meinen Weg gegangen. Und das war okay, ich hatte ein paar Monate richtig, richtig dolle Spaß. Und das hat sich gelohnt. Und deswegen werde ich das jetzt genauso wieder machen. Such mir was, wo ich richtig, richtig Spaß habe. Und wo im besten Fall der Stream und die Leute, also ihr, die Zuschauer, auch richtig Spaß haben. Und glaubt mir, ihr habt auch keinen Spaß mit mir, wenn ich schlecht gelaunt bin. So. Das ist halt, funktioniert nicht. Mir tut es unfassbar leid um die Leute, weil das wirklich sehr, 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 sehr schön war und sehr, es echt super nette Leute sind und ich mich sehr, sehr wohl hier fühle. Aber ja, deswegen werde ich heute Morgen nochmal hier ein bisschen mit den Leuten chillen. Ich werde Frieda übrigens, und das möchte ich dazu sagen, ich werde Frieda nicht sterben lassen oder sowas. Ja, Frieda ist ein Kind und ich werde einen Teufel tun, ein Kind im RP sterben zu lassen. Das mache ich nicht. Also, ich meine, wir hatten eine Menge Drama mit Frieda. Aber den Weg werde ich nicht gehen. Zumal ich ja auch, wie gesagt, mir die Option offen halten möchte, irgendwann wieder zurückzukommen. Wenn natürlich dann die Leute hier sagen, sie haben dann halt keinen Bock mehr auf mich, dann ist das so. Kann ich das auch verstehen. Ich fände es zwar schade, aber ich kann es verstehen. Auch Gemüter sind alle erhitzt. Ich verstehe auch, dass meine Entscheidung zwar akzeptiert wird, aber wahrscheinlich man sich nicht darüber freut, das ist klar. So, ich würde mich auch nicht darüber freuen, aber ich muss halt am Ende damit leben. Ich werde, wenn ich wirklich sage, okay, ich logge jetzt nicht mehr ein, ich versuche das jetzt heute nochmal. Ich habe nach dem vorgestrigen Abend mir gesagt, okay, das war's, das funktioniert nicht mehr.
Ich versuche es jetzt heute nochmal den Leuten zuliebe, damit ich nochmal einen schönen Abschluss für mich habe. So, Frieda wird, das werde ich nachher ein bisschen anforsen. Frieda wird auf ein Gestüt gehen, wo sie ein bisschen was lernt, außerhalb des Countys. Das heißt, sie ist halt erstmal, ne, raus aus der Nummer, sodass das im IP auch irgendwie rund ist, für uns zumindest. Und dann wird das erstmal so sein. Versuchen seit der Verabredung auf die Ranch zu kommen wegen dem Pferd. Ja, selbst da kann ich euch momentan nicht helfen. Weil der Stall buggy ist. Ich kann euch kein Pferd rausholen, das ich habe. Ich habe 3 Pferde für Kunden. Ich kann euch kein Pferd geben. Halt super schwierig gerade. Also kann ich halt auch den Beruf gerade mit ihr nicht irgendwie auf einer Reise irgendwie ausüben oder spielen. So. Okay. Das dazu. Dann seid ihr auf dem Stand der Dinge. Mir tut es auch mega leid. Ich finde es auch super schade. Ihr müsst das nicht verstehen. Also, ne, das verlange ich gar nicht. Und ich bin ganz ehrlich, wenn es mir jetzt nur um meinen Stream gehen würde, dann würde ich natürlich trotzdem irgendwie durchziehen. Aber das war noch nie meine Art. Mir ist bewusst, dass da eine Menge Leute dann halt eben auf das, was ich dann vielleicht mache, keinen Bock haben. Das ist okay. Aber ja, am Ende muss ich damit klarkommen. Naja, guck mal, da sind doch schon mal Leute. Hallo Lenja, hallo Ram. Raldo. Okay, 1, 2, 3. Frieda! Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Frieda. Guten Morgen. Gut geschlafen. Was machst du hier? Ich hab mich verirrt. Oh. Nein, ich wollte euch mal besuchen kommen. Oh. Was heißt hier oh? Ist gut. So, ja. Na klar. Klar ist das gut. Ja. Okay. Ich freue mich. Wie geht's eigentlich Percy? Den habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Lebt der noch? Ja, der ist mit Miss Banks nach Irland gereist. Ach, nach Irland? Ja, Miss Banks, in ihrer Familie gibt's wohl einen Pflegefall und er hilft ihr da jetzt. Ich hoffe nur vorübergehend, meine Güte. Ja, das hoffe ich auch. Irland, werden wir sehen. Sonst noch irgendwelche Abgänge zu beklagen? Nein, wieso? Weiß nicht, hier sind so wenig Leute. Normal sind sie doch viel mehr Leute. Ja, wir sind ja auch viel mehr, aber haben Sie mal auf die Uhr geschaut? Ja, ist noch früh, da haben Sie recht. Richtig. Ja, habe ich gar nicht gemerkt, ich bin schon länger unterwegs. Mit Wie Mila, ich. Bei Ihnen? Miss Sophia, kommen Sie mit? Bei uns? Ja. Ja, genau, wir haben ein paar Abgänge zu beklagen. Wieder ist auch eine Minute. Aber es geht voran. Ein bisschen Ärger mit Fremden, die niemand kennt, die Behauptungen aufstellen. Kannst du schon Pferde holen? Ich hab Pferde für euch. Ich hab das Weiße mit den Punkten und ich hab das Braune mit den Punkten. Das Problem ist, dass die Stalltüren klemmen momentan. Oh. Ja. Ich wollte dich nämlich fragen wegen dem Pferd, was Sophia, was weggelaufen ist. Aber das ist ja gut. Ja. Also. Ja, im Moment kann ich leider nicht helfen. Nee, alles gut. Und sonst, wie geht's dir? Ganz gut soweit. Und dir? Auch gut. Na, wenn du die Türen wieder aufkriegst, kannst du ja Bescheid sagen. Ja, werde ich machen. Du musst mir dann nur sagen, was du kriegst. Okay. Okay, dann dürfen wir wieder zu den anderen. Oh, du meinst, warte mal, das Pferd, das Sophia schon mal hatte, richtig? Das aus mit dem den Zuchtbuch. Großen schwarzen Punkten, genau. Ja. Das wird sowieso eine Sache. Ich glaube, wir dürfen aus den Züchtern nichts bestellen. Ich glaube, die Züchter machen momentan keine Bestellungen. Ja. Ich weiß nicht, ob wann das wieder geht. Okay. Barry ist schon bei den Züchtern und verhandelt mit denen. Okay. Ja, ich warte einfach. Alles gut. Okay. Ich danke dir. Kein Problem. Frieda, du musst die umschubsen. Unsere Farm zu bewirtschaften, die haben wir noch nie gesehen.
Wir sind ständig dort. Oh, wow. Ja, das kenne ich. Ach, bei euch auch? Naja, nee, nicht mehr, aber das hatten wir auch lange Zeit. Ja. Wir haben mittlerweile in die Flucht geschlagen, ja. Ja, das werden wir auch. Hallo, Lenya. Ja, sehr gut. Ja, wir wurden davor schon gewarnt, auch von Mr. Belfort, dass das passieren würde. Ja. Wir sind darauf vorbereitet. Hat denn der Mr. Belfort, wissen Sie da vielleicht mehr als ich, hat er mittlerweile seine Maklerlizenz da bekommen? Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ja. Nein. Den muss ich auch mal wieder reden. Ja, ich auch. Das ist schon recht wichtig. Frieda, kennst du einen Mr. Sinclair? Ich habe den Namen schon mal gehört, glaube ich, ja. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wer er ist. Warum? Hatte er seine Frau oder seine Tochter dabei, Mila? Wer war ich das? Ich glaube, ich seine Frau. Ah. Warum? Ja, das scheint... Ja, könnte ein Hochstapler zu sein. Ja, ich glaube auch. Gestern hat da jemand, ich glaube zwei meiner Leute, sind auf ihn aufmerksam geworden und da hat er irgendwie gesagt so, ja, ne, sind sie so eine Farm und so weiter und da könnte ich sie vielleicht mit den Bennets irgendwie in Kontakt bringen und so weiter. Und auch mit anderen Farmen, hat er gesagt. Aber ich habe mit dem Herrn noch nie persönlich gesprochen. Ich würde mich freuen, tatsächlich, mit dem mal zu reden, um sich mir seine Lügengeschichten mal anzuhören. Also, wie kreativ er wohl ist und so. Ich glaube, einen Mr. Sinclair kenne ich nicht. Ich glaube, damals, aber das hatte irgendwas mit Sonny zu tun. Da ist mir der Name schon mal untergekommen, aber das ist schon sehr lange her. Also der Herr ist wohl erst seit 2-3 Tagen hier. Oh nein, dann kenne ich den nicht. Es gibt auch noch einen anderen Sinclair. Ja, das kann sein, ja. Hi, Sophia. Interessant. Ja. Vor allem seit 2 Tagen hier im County, aber kennt uns schon. Gut. Ja, sehen Sie. Aber ich sagte ja auch, er hätte schon sehr viele Kontakte. Könnte hier für Sie gehen, was er alles sagte. Frieda? Ja? Bist du heute so zum 17. Glockenschlag oder 18. Glockenschlag auch hier? Nein. Oh, okay. Deswegen und so viele, da kommen immer mehr solche komischen Hochstapler bei uns vorbei. Das ist nicht mehr, also feierlich. Bei uns wird in der Mine im Osten erzählt, dass es auf unserer Farm Pferde zu verkaufen gibt. Für $20. Das wurde bei uns auch, habe ich beim ja. Bei euch auch? In den Städten verkaufen die Leute jetzt auch Pferde. Also ja, keine Stallmeister, irgendwelche Leute. Nee. Bitte suchen sich selbst ein Pferd. Ach du meine Güte. Wenn jemand ein Pferd beim Stallmeister kaufen möchte, dann lieben gerne, ja. Die Stallmeister, also hier Frieda hat ja auch bei uns im Blick, wie die Herden alles geführt werden und ach, was weiß ich nicht alles. Aber dass die dann auch einfach verkaufen, das ist halt... Ja. Pferde. Die werden teilweise aus ihren Herden rausgerissen. Ja, das ist das. Und noch schwangere Pferde oder so, ja. Ey. Ja, das ist grauenvoll. Ich möchte nicht unhöflich sein, Ladies and Gentlemen, ich müsste mich verabschieden, aber ich müsste noch mal ein kurzes Wort mit Mrs. Bennett sprechen. Ja, natürlich. Dankeschön. Alles gut, Claire. Ja, ganz schön viele Verrückte hier hergekommen. Ja, und auch so viele neue, also das geht gar nicht. Und wir haben ja jetzt seit neuestem auf unserer Farm auch einen Stallmeister. Das ist ja, ne, das kam ja aus heiterem Himmel. Ja, der Stallmeister für die Hufenschmiede. Nachdem habt ihr wahrscheinlich viel Besuch. Ja, genau. Und wir wollten ja nie was mit Pferden machen. Und auf einmal kommt da so ein, ja, kommt da so ein Josef daher, ne? Der meint, ich muss jetzt hier Brandenwagen. Bei uns hat vorgestern Abend jemand in den Stall gekackt. Ja, oh Gott. Mitten in den Stall rein. Und dann habe ich gesagt, er soll es wegmachen. Und dann ist er einfach verschwunden. Ja, das sind sehr viele verrückte Leute da angekommen, die auch keinen Respekt haben und nix. Ja, und springen über die Zäune und alles. Ja, die tun so, als wenn man sie kennen müsste, schon seit Wochen. Ja, das geht gar nicht. Und dann beschweren sie sich auch noch, nee, morgen will ich nicht, das ist mir zu klein. Ja. Oder sowas. Nee, wo kriege ich denn hier so einen Bretone her? Hät? Ja, gehen Sie mal im Wald gucken, da wo die Wölfe sind, da gibt's die. Das ist, ja, wie gesagt, genau das, von dem ich rede. Ne? Also alle sind halt frustriert. Also eigentlich ist es ja lustig, nur wenn es nicht so viele wären. Ja, dann sagen sowas. Also, muselig schon fast.
Die Leute, die richtig. Halt irgendwie versucht haben, ihr EP weiterzuspielen, können da, das halt aufgrund der aktuellen Situation nicht aktuell wirklich. Aktuell, da, ne, der Farmers-Manager hier, ne, vom Farmers Market, der ist weg. Ja, richtig, den wollte ich eigentlich auch schon aufsuchen. Ja. Weiß man denn, wo der hin ist? Also, Miss Bennett meinte mir, da gab es wohl irgendwelche privaten Probleme und jetzt Howdy. Ist er weg. Hat zugemacht. Alles weggereist. Vielen Dank für deinen. Deswegen, ich bin ja auch eigentlich mal hier, um vielleicht gehe ich auch noch mal zum Wilson oder so, weiß ich nicht, um zu fragen, wie das nun jetzt aussieht mal mit den Farmers-Märkten. Ist es absehbar? Habt ihr als Firma einen Zeitraum genannt bekommen? Nein. Das ist genau der Punkt. Wenn es absehbar wäre, wenn man uns aufklären würde, wenn man eine Roadmap erstellen würde, wenn man das von Anfang an getan hätte, wenn man gesagt hätte, passt auf, Jungs und Mädels. Wir müssen das irgendwie hinbekommen. Wir haben das und das, keine Ahnung, ne? Das klappt alles deswegen nicht. Dann wäre das eine andere Situation. Aber niemand redet mit uns. Niemand. Es sind 4 Tage nach dem Update. Alles läuft kreuz und quer und keiner sagt uns irgendwas. Niemand. Melli, das ist völlig in Ordnung. Genau das ist das ja. Neue Spieler, die wirklich Interesse haben, hier AP zu spielen und die das wirklich gut machen wollen, haben genauso wenig eine Chance. Weil einfach viel zu viele Leute drauf sind, die jetzt mit dem Update draufkamen, weil halt das kein Hindernis ist, auf den Server an sich zu kommen, die sich aber daneben benehmen. Genau, das richtig. Genau, Rakete. Es wird immer gesagt, ja, wir sind transparent, ne, und wir reden mit allen. So, Frieda, vielleicht noch bis später oder morgen oder so. Ja, darf schön. Ich hab du einen schönen Tag, pass auf dich auf. Was, Kuba? Ja? Ich habe noch nicht mit Mar geredet, aber, ich werde dir wenigstens schon mal sagen. Ich werde mit Mar sprechen, weil... Also, ich habe in meiner Telegram-Box, da sind so Sachen drin gewesen. Und es gibt ein Gestüt. Und da kann man ganz viele Sachen lernen. Und die suchen noch Stallmeister, vor allem junge Stallmeister. Und ich dachte, ich lasse mich dort vielleicht eine Weile ausbilden. Oh. Wenn Ma damit einverstanden ist. Oh. Ja. Das heißt, wir sehen dich ganz lange nicht mehr? Eine Zeit lang auf jeden Fall, ja. Bist du dann erwachsen, wenn du wiederkommst? Oder das bleibst weiß du noch? Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Oh nein. Aber wer kümmert sich denn um unsere Pferde, wenn die krank sind? Ich hoffe, Miss Evans. Schafft die das bis dahin, bis du weggehst? Miss Evans kann teilweise schon mehr Sachen als ich. Und sie ist auf einem Gestüt aufgewachsen. Und weil sie so viel weiß, dachte ich mir, das wäre noch eine gute Sache für mich. Dann kann ich noch mehr lernen. Das kommt sehr überraschend, aber natürlich. Natürlich. Ja. Und ich glaube, du solltest das deiner Ma jetzt sagen. Weil jetzt ist es eine doofe Situation gerade. Ja. Was? Aber ich warte wenigstens, bevor sie wechseln, denen das schon mal sagen. Okay, dann haut sie mich wenigstens nicht. Ja. Okay, also ich muss sie jetzt schon hauen. Nein, ich kann da nichts für. Aber wenn ihnen das ein Bedürfnis ist, nein. Bitte schön. Sie haben vorhin schon ihre Abreibung kassiert. Frieda, ich freue mich für dich. Wirklich. Und ich hoffe, du kommst bald wieder, Frieda. Was? Und bist die alte Frieda. Die kleine Frieda. Was? Die das Karamell mahnt. Was? Und die mich schubst. Weil sie auf ihrem Paar ärgerlich ist. Jetzt seien Sie mal ruhig. Ich glaube, Frieda muss mir hier was erklären. Ja. Ja. Ma. Das ist was Gutes. Ja. Ich habe in meiner Telegram-Box einen Brief gehabt. Von einem Gestüt. Und dort kann man ganz viele Sachen lernen. Richtig viele Sachen mit den Pferden. Sachen, die ich noch nicht weiß. Die Miss Evans zum Beispiel schon weiß, weil sie auf einem Gestüt aufgewachsen ist, aber ich noch nicht. Und ich würde gerne mehr lernen, damit ich das noch viel besser mache. Und deswegen wollte ich fragen, ob ich dahin darf. Niemals! Moment, ich helfe dir, Frieda. Na, das ist wirklich wichtig für mich.
Ich will besser werden. Dort lernt man auch besser schreiben und lesen. Das ist wie eine Schule mit Pferden. Und wann soll die losgehen? Was kostet mich das? Ich habe schon genügend Geld zusammengekriegt. Brauchst du noch Geld, Frieda? Nein. Wenn du noch Geld brauchst, sag Bescheid. Ich habe ein bisschen was auf der Bank. Ja. Nein, aber ich habe genügend. Wir dann Miss Evans erstmal deine Arbeit übernehmen? Ja. Hoffe, dass sie es macht. Ich denke, ja, sie wird es machen. Und wann und wie lange geht das? Ich weiß nicht genau, wie lange das geht. Und wann geht's los? Der Mittag kann, wäre der Zug da. Mein Kind ist schon so groß. Der Mittag schon. Ach, ich dachte, ich hätte noch ein bisschen länger von der kleinen Frieda. Ach, auf zu weinen. Miss Cooper auch auf zu weinen. Das geht nicht. Es ist aber... Wer soll mich denn verhauen wegen Mr. Bennett? Das kann Mama machen. Die kann das gut. Oh ja, das stimmt. Nein, die kann das nicht so gut wie du. Und die ist auch nie so böse wie du. Ich weiß aber, dass man zwischendurch hat man Ei oder so. Und dann kann ich immer einen Zug nehmen. Es ist nicht so weit weg von hier. Kommst du dann auch nach Hause? Zwischendurch vielleicht mal ja. Das wäre sehr schön. Wenn sie das erlauben, dann ja. Die auf dem Gestüt? Ja. Das werden die erlauben, sonst kommen wir zum Gestüt und holen dich ab. Mit allem Mann. Ma, steh wieder auf, sonst habe ich Angst, dass du einen Herzinfarkt hast, wie Pa. Stehen Sie auf jetzt. Hopp, hopp. Oh. Was? Aufstehen. Meine Tränen haben mich in den Schlaf bewegt. Mhm. Ich kann auch immer gut schlafen, wenn ich geweint habe. Oh oh. Eine Umarmung, eine letzte, Frieda? Ja. Vorerst. Oh, pass auf dich auf, Kleine. Ja. Du auch auf dich, Miss Cooper. Ja, das mache ich. Reiß dir den Arsch auf. Miss Cooper, zeig ihm das, seine Benne. Ich habe noch was für sie. Oh, was? Frieda, da wartet draußen noch ein Mann. Oh je. Der wollte eigentlich eine Bürste bei dir kaufen. Also den meisten, die eine Bürste hier kaufen wollten, habe ich gesagt, dass... ich habe keine mehr. Ja, dass wir auch erstmal noch Material sammeln müssen. Wenn du dem Mann vielleicht das auch nochmal sagst. Oh Gott. Ja. Irgendwie sehe ich Sterne. Oh Gott. Ei. Holla, Frieda. Dann hast du eine Weile was davon. Oh, definitiv. Eieiei. Okay, dann wo ist der Mann? Der steht draußen. So, Frieda, mach's gut. Bis bald. Bald, Miss Cooper. Pass auf dich auf. Passen Sie gut hier auf, ja? Natürlich. Und das heißt nicht, dass Sie das neue Kind von meinem Paar werden. Haben Sie das da verstanden? Klar und deutlich, Miss Frieda. Okay. Manchmal, Frieda? So manchmal? Nein, gar nicht. Nur einmal im Monat? Oh, Frieda, warte kurz. Ja? Du bekommst noch $10 von mir. Ich habe jetzt leider das Licht dabei. Bist du noch ein bisschen wach, oder? Warum bekomme ich $10 von dir? Du hattest mir doch diese Bürste gegeben. Ja, aber die können Sie... Das ist schon in Ordnung. Sie müssen mir das Geld nicht geben. Alles gut. Oh, aber ich... Nimm es als Geschenk an. Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher. Okay. Kein Problem. Wieder. De gracias. Sí. Ja? Danke, Ma'am. Wir retten jetzt erstmal weiter. Okay. Ja. Okay. Wollt mich nur verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr hier wart und schön, dass ihr den Weg hier hochgefunden habt. Das finde ich sehr toll von euch.
Ja, hat mich gefreut, hier zu sein. Hab die Lavendelfelder vermisst. Okay. Gott verdammt. Auf meiner Seite. Dann reitet gut wieder nach Hause, ja? Machen wir. Wie bitte? Bis zum nächsten Mal. Dann. Bis bald. Und gracias. Ja, gerne. Es lässt sich wahrscheinlich nicht, ja. Ist das? Hallo, Fräulein. Da steht's ja. Hallo, sind Sie der Mann, der nach den Bürsten gefragt hat? Ja, genau. Ich hätte gerne eine Bürste für mein Pferd, allerdings, ich weiß nicht, was sie kostet, beziehungsweise was sie für Materialien benötigen. Moment, habe ich keine mehr und der Schmied, okay, mit dem ich sie immer zusammen hergestellt habe, ist nicht mehr da. Also kann ich momentan leider nicht mit einer Bürste dienen. Sie stehen auf einer Liste von so vielen Leuten, dass ich schon nicht mal zählen kann. So weit kann ich nicht zählen, wie viele Leute schon nach einer Bürste gefragt haben. Okay, aber ja. Sie wissen auch nicht, wann damit wieder zu rechnen ist. Nein, leider gar nicht. Nun, was für Materialien benötigen Sie? Ach, das weiß ich noch nicht. Der neue Schmied. Ich habe noch keinen neuen Schmied gefunden, der die Bürsten mit mir zusammenbauen kann. Okay, verstehe. Ja. Nun, wenn ich dort draußen in der weiten Welt einen Schmied treffe, ich kann ihn ja vermitteln. Ja, das kann sie machen. Wollen Sie ja weiterhin machen. Oder nicht? Vielen Dank, Fräulein. Ja, dann passen Sie auf sich auf. Machen Sie es gut. Bis dann. Sag mal. Danke, die Herrschaften. Danke, Ma'am. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Machen Sie es gut. Ja, passen Sie auf sich auf. Ihnen auch. Gute Reise, Sir. Auch, Sir. Machen Sie es gut. Wie ist das denn überhaupt jetzt hier mit dem Pferdeverkauf? Das kann alles Miss Evans übernehmen, oder? Im Moment gar nicht. Die Türen vom Stall klemmen. Ja. Und die Zuchtbücher sind geschlossen. Die Züchter verkaufen im Moment nichts. Das heißt, Barry, weiß ich, ist bei den Züchtern außerhalb des Countys und verhandelt mit denen. Und das kann auch eine Weile dauern. Ja. Mehr weiß ich auch nicht. Okay. Und, aber soweit ist, sagst du, Miss Evans ist soweit, ja? Ja, ich sehe. Okay. Ja, dann hoffe ich, dass du dich von Pa noch kurz verabschiedest. Wenn du heute Mittag mit dem Zug fährst, pass auf dich auf. Ich stell dir noch, ein kleines Gebinde mit Essen fertig und stellst dir auf den Tisch, ja? Ja. Nimm das mit und schreib mir auf jeden Fall. Danach bin ich ja da. Ich reite gleich auch nochmal runter und verabschiede mich auch noch von Adela. Sag ihm Bescheid. Ja. Ja, ich werd schlafen gehen. Das ist doch jetzt ziemlich spät. Ist schon wieder mitten in der Nacht. Und ich bin noch so traurig und noch so am Weinen und bin müde. Du sollst nicht traurig sein, Ma. Ich lerne was. Du wartest immer, dass ich viel lerne. Ja, das stimmt. Und nimm die Bibel mit. Ma, ich hab nicht so viel Platz in meinem Koffer. Dann reiße ich dir die wichtigsten Seiten raus. Ich hab noch eine zweite Bibel. Okay. Kannst du darin Karamell entwickeln? Nein, dann doch nicht. Ist es bestimmt. Kann ich immer die Seiten ablecken, wenn ich was lesen muss. Ja, dann verinnerlichst du die Worte besser, ich verstehe. Genau. Die Herrschaften, wenn ich nochmal kurz stören könnte. Ja, selbstverständlich. Und die Damen. Ich habe noch ein weiteres Anliegen. Kann ich die Kapazitäten haben, mein Pferd bei Ihnen trainieren? Ja. Wie war noch gleich deine Stallnummer? In der Regel, ja, im Moment leider nicht. Okay. Ja. Es verhält sich das gleich zu den Bürsten? Also, erstmal müssen sie sowieso schauen, dass sie mit ihrem Pferd Vertrauen aufbauen. Das heißt, immer wenn sie ihr Pferd in den Stall bringen, dann geben sie ja alles, die Satteln und die Urkunde und alles an den Stalljungen. Und der Stalljunge wird ihnen irgendwann 2 Sternchen auf die Urkunde malen. Wenn sie 2 Sterne dort haben, dann können sie es zu einem Pferdetrainer bringen. Dann können sie hier hochkommen. Miss Evans wird sich dann darum kümmern. Aber aktuell,
müssen wir erstmal wieder schauen, dass die Stallmeister alle ihre Papiere und Dokumente bekommen, damit das funktioniert. Ja, okay, ich verstehe. Sonst haben wir keine Erlaubnis, die zu trainieren. Verstehe. Alles klar. Nun denn, dann will ich Sie nicht weiter stören. Machen Sie es gut, danke. Genau, danke. Komm, Schwarz, vielen Dank für deinen Resub im 4. Und meine Stallnummer ist... Moment. Ja gut, die Herrschaften und die Ladies, ich werde mich dann auch mal aufmachen. Und ja, ich hoffe für Sie das Beste, dass es hier auch bald wieder mit Ihnen, mit dem Stall und so weiter losgeht. Ja, und dann, ja, gucke ich vielleicht demnächst mal wieder vorbei. Nehmen Sie einen Kuss mit. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also einen Gruß. Ja, nein, einen Kuss will ich Ihnen nicht geben. Nee. Ja, Miss Ackermann, vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass Sie mich eingesammelt und mitgenommen haben. Das mache ich doch so selbstverständlich. Ja. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall alle eine gute Reise, gute Nacht und schlaf gut und Frieda, wir lesen uns. Es kommt kein Brief. Ich sag nachher noch Tschüss, ich mach dich kurz wach, bevor ich gehe. Ja, gut. Okay. Dann passt auf euch später. Auf. Bis später. Bis später. Tschüss, Mrs. Bernhardt. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Ja, jetzt habt ihr das nur so am Rande mitbekommen, was? Ja. Oh. Ich habe einen Brief bekommen von einem Gestüt außerhalb des Countys. Und die wollen mich ausbilden. Okay. Und da lerne ich sehr viele Sachen, sehr viele neue Sachen. Ja, das ist doch schön für dich. Ja. Deswegen werde ich da hingehen. Ich werde immer, also man kann mit dem Zug, das ist nicht so weit weg, kann ich immer mal zu Besuch. Aber ja. Okay. Mal zu Besuch kommst du. Ja, dann nehmen wir Karamell abholen. Genau. Ich mache immer ganz viel. Eine große Tasche. Ja, wir werden dich natürlich vermissen, das ist ganz klar. Ja, ich weiß, ich werde auch alle vermissen. Aber dort lernt man auch viel besser lesen und schreiben. Das ist wie Schule mit Pferden. Das ist super. Stimmt, das klingt gut. Ja. Ja, dann bleiben wenigstens meine Klamotten immer sauber, bis du zu Besuch da bist. Ja, und dann lerne ich das Züchten und weiß, wie ich neue Babypferde mache. Das ist doch gut, dann können wir bald neue Babypferde machen. Mhm. Okay. Das klingt echt gut. Ja, es wäre schön, wenn das aufpassen. Hier wäre. Aber ja. Ja, das stimmt. Aufpassen musst du auf dich. Ja, ich werde auf mich aufpassen. Wenn nicht, dann musst du mit dem Zug kommen und uns einsammeln. Ja, passt auf mal auf. Und ihr passt auf mal auf. Ja, das ist euer Job. Ach so. Ja. Ich werde schreiben trotzdem. Okay. Dann müssen wir mal ein paar einsperren. Es gibt eine Regel, ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Auch wenn ihr mal ein paar was Gutes tun wollt, ihr dürft sie nicht in Urlaub schicken. Nein. Weil dann haben sie nichts zu tun und dann sterben sie vor Langeweile. Okay. Ja. Ja, na, stimmt, in dem Alter kommt schnell Langeweile auf. Ja. Hey, das kriegen wir hin. Ich werde nochmal mit Chili runter zur Atelier reiten und ihm Bescheid. Ja, mach das. Okay. Reite vorsichtig. Mach ich. Und bis später. Später. Bis später.
Hallo, ihr Lieben. Die dürfen nicht in Urlaub, nein, die dürfen euch keinen Tag freigeben. Nie wieder. Okay, ich erkläre es gleich nochmal. Ich habe es eben schon mal ganz kurz erklärt, aber damit auch alle anderen das entsprechend verstehen. Moment. Vielleicht kommt da aus. Wollte da jetzt auch nicht so eine Riesensache draußen. Im Moment sowieso alles. Alles ein bisschen blöd. Ja, das ICF erst. Marie ist auch nach London gereist. Okay, also. Einige von euch haben das gestern Abend vielleicht schon mitbekommen. Wir waren gestern Abend bei Mr. Carlos im Stream und haben da ein bisschen eine kleine Diskussionsrunde geführt. Ich habe gestern Mittag schon mit zumindest mit Ma und Pa und mit Tom geschrieben und auch geredet und habe die da schon abgeholt und habe denen das schon gesagt. Für mich ist es momentan leider so, dass mich das alles sehr, sehr frustriert und dass ich keinen Spaß habe. Ja. Das ist erstmal der wichtigste Punkt an der ganzen Sache. Ich habe einfach keinen Spaß im Moment. Mir wurde der Spaß genommen mit diesem Update leider. Mit nicht nur mit dem Update an sich, sondern mit dieser ganzen Kommunikation drumherum. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Worauf ich gewartet habe, gehofft habe, dass irgendwie eine Kommunikation kommt. Aber wir werden alle irgendwie so ein bisschen im Dunkeln stehen lassen. Wird nichts gesagt. Und das, obwohl es eigentlich immer heißt oder hieß, wir sind super transparent, wir holen euch ab. Aber das ist nicht gegeben. Ich kann nichts machen mit Frieda. Der Stall funktioniert nicht. Ich kann nicht verkaufen. Ich habe mitbekommen, dass andere Leute in den Städten jetzt verkaufen. Es ist so müde. Oh, bist du das, Herr Müde? Hallo, vielen Dank für dein Follow. Und ich werde einen Teufel tun und mich mit Frieda in die Mine stellen. So. Also ich habe das jetzt 2-3 Mal gemacht, habe mir das angeguckt. Aber das ist halt etwas, was ich im RP nicht wirklich rechtfertigen kann. Wann das Farmbuch kommt, also sprich das Farmscript kommt, ist nicht bekannt. Die einen sagen, es wird mindestens noch einen Monat dauern. Die anderen sagen, keine Ahnung. Keiner weiß was. Oh, Brücke ist freigeräumt. Das ist positiv. Es ist alles super schwierig. Und ich sehe das so. Wir haben versucht, auch als das Update angekündigt wurde und auch als da niemand gesagt hat, was es jetzt eigentlich für ein Vibe sein wird, sondern es wurde gesagt, es ist ein Vibe, aber es hat niemand gesagt, dass es nur zum Beispiel ein Wirtschaftsvibe ist, ne? Sondern dass die Stränge weitergespielt werden dürfen. Das wurde nie offiziell gesagt. Bis heute wurde das nicht, also ich glaube doch dann an dem Tag vor dem Update, wurde das dann gesagt. Aber auch nicht öffentlich als, also nicht vorher irgendwie öffentlich. Da sind eine Menge Leute weggegangen. Als angekündigt wurde, es gibt ein Vibe, sind danach eine Menge Leute weg gewesen. Weil die eben keinen Bock drauf hatten, dass ihre Stränge dann halt kaputt sind. Und dann haben sie halt die Stränge vorher schon beendet. Ja, jetzt steht es mittlerweile in der Ankündigung. Aber das war, bevor das Update kam, war das lange nicht bekannt. Wir haben gesagt, okay, wir lassen uns einfach überraschen. Wir spielen erstmal unsere Stränge weiter. Dann hieß es, okay, wir können die Stränge weiterspielen. Dann hieß es, ja, macht euch mal nicht so viele Sorgen. Also das war immer so ein bisschen fishy irgendwie. War nicht so ganz geil. Und da fing das für mich schon an mit dieser Kommunikation, die einfach nach hinten losging. Wir wissen nicht, warum sie dieses Update so draufhauen mussten. Vielleicht haben sie Gründe dafür. Das wissen wir allerdings nicht. Es wäre aber viel einfacher, wenn man das wüsste. Wenn man einfach wüsste, was ist denn los? Warum kann man denn nicht das alte System behalten, wo alles funktioniert hat? Geht es wirklich nur darum, dass man jetzt 300 oder 400 Spieler auf dem Server haben will? Ist das der Grund?
Es ist gesagt worden, es ist in dem einen Stream gesagt worden, es ist dem einen im Support gesagt worden, aber vor dem Update war keine offizielle Ankündigung. Lange Zeit nicht. Und das Update oder der Vibe wurde ja schon lange vorher angekündigt, bevor das Update überhaupt kam. Und dass da eine Menge Spieler weggegangen sind, das ist ja auch kein Geheimnis. So. Und genau das ist der Punkt. Es wird irgendwo, irgendwie, vielleicht mal in einem Stream erklärt, aber es ist für die Spieler nicht öffentlich ersichtlich, wie was läuft. Wir haben jetzt Tag 4 oder Tag 5 nach dem Update. Ich sehe kein Statement von der Projektleitung dazu. Nichts. Und die wissen, dass die Spieler frustriert sind. Das wissen sie. Und das ist, finde ich, irgendwo das Mindeste. Aber das ist meine Sicht der Dinge. Und für alle, die diese Sicht der Dinge nicht haben, ist das auch völlig in Ordnung. Und ich kann auch verstehen, dass viele dann trotzdem weitermachen wollen. Alles gut. Aber ich muss am Ende sagen, wenn ich keinen Spaß mehr daran habe und keine Lust habe einzuloggen, weil mich das alles einfach so sehr nervt und so sehr frustriert, dann macht das keinen Sinn für mich. Wisst ihr? Ich will da auch gar keine schlechte Stimmung verbreiten. Ich erkläre nur, warum das für mich im Moment so ist, wie es ist. Und ich bin super frustriert. Ich finde, dass die Kommunikation unter aller Sau ist. Und damit sage ich nochmal, dass ich nicht die Arbeit der Supporter oder von den Devs irgendwie schlecht machen will. Überhaupt nicht. Es wäre alles halb so schlimm, wenn man irgendwie mal kommuniziert hätte. Und wenn man wüsste, auf was man sich einstellen würde, wenn es eine Roadmap gäbe. Man sagt, okay, in 4 Wochen ist das Ranch-Update da. Dann ist das so. Okay, und dann kann man damit arbeiten. Aber das ist momentan nicht gegeben. Und deswegen sind ganz viele Fragezeichen und es sind ganz viele Gerüchte, die verbreitet werden. Jeder sagt immer irgendwas. Jeder weiß irgendwie das. Jeder weiß irgendwie mehr als der andere. Es sind immer nur Gerüchte. Und ich halte nicht so viel von Gerüchten. Ich mag dieses Gerüchtespiel auch nicht mitspielen. Aber es frustriert. Carlos, jetzt hier Werbung zu machen für einen anderen Server, ist halt auch nicht geil. Das muss nicht sein. Also das einzige Positive an diesem Update für mich ist, wenn man das als positiv betrachten möchte, ist, dass jetzt halt mehr Spieler drauf können. Was das ausmacht, das habt ihr gerade eben ja gesehen. Die meisten sind frustriert. Der Support kommt nicht hinterher, das Leute auszusortieren. Wie auch. Und ja, die Leute, die bis jetzt gespielt haben, sind die Leidtragenden. Und deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich erstmal eine Pause machen werde. Weil ich das nicht will. Ich will nicht frustriert und schlecht gelaunt in meinen Stream reingehen. Ich will nicht frustriert und schlecht gelaunt in ein Spiel reingehen. Ich will das nicht. Hört hier nochmal kurz eine Runde. So, das macht für mich keinen Sinn. Deswegen habe ich mich entschieden, ich werde erstmal eine Pause machen. Wie gesagt, ich habe den anderen das gestern schon gesagt. Und dann werde ich mir erstmal was anderes suchen oder keine Ahnung, irgendwas anderes machen, womit ich Spaß habe und womit ich dann auch irgendwie Spaß oder Freude verbreiten kann oder wie auch immer. Und dann werde ich mir das nochmal angucken. Nochmal in der Woche reingucken, ich werde nochmal in einem Monat reingucken, je nachdem, wie lange es dauert. Und wenn ich das Bedürfnis habe, dann komme ich wieder zurück. Und wenn ich dann oben nicht willkommen bin oder sowas, ne, also wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, aber ich kann es verstehen, weil ich halt jetzt eine davon bin, von den Spielerinnen, die Leute hängen lässt. Das ist mir sehr wohl bewusst, das fühlt sich auch nicht geil an, aber ich will mich auch nicht zwingen müssen. Und das würde ich halt tun im Moment. Ich habe einfach schlechte Laune, was das angeht, so. Ich habe da wenig Verständnis für. Aber ich will auch nicht die anderen ständig mit meiner schlechten Laune anstecken. Versteht ihr? Deswegen sage ich halt, okay, ich ziehe für mich die Reißleine. Das ist der Punkt. Und dann werde ich gucken, dass ich halt irgendwas anderes mache. Dann werde ich gucken, dass ich halt was anderes spiele. Ich denke, es wird weiter RP geben. Davon gehe ich aus. Mal gucken, wie. Ich werde nicht auf einen anderen Red Dead Server gehen. Das nicht. Es wird auch keine neue Frieda auf einem anderen Server geben. Das auch nicht. Das werde ich nicht machen.
Aber ja, so sieht es momentan aus. Das ist der Punkt. So, jetzt lese ich mal ein bisschen, was ihr geschrieben habt. Wow. Patch sollte eigentlich das Gewichtproblem weg sein. Weiß nicht, ob wir den Charakter neu machen müssen. Man kann momentan den Charaktereditor nicht benutzen. Das stand auch gerade eben in Ankündigungen. Ohne die Bennett Ranch, ohne seine gute Seele. Ach, ich weiß, dass Frieda eine tragende Rolle hatte. Und hat. Das ist mir bewusst. Aber alle anderen haben genauso eine tragende Rolle. Jeder Einzelne ist genauso wichtig für die Bennett Ranch. Also, mach das nicht von einem Spieler abhängig. Das würde ich auch nicht wollen. Geht leider vielen so. Die Farmen können aktuell auch kein Geld verdienen, da es keine Samen zu kaufen gibt. Genau. Kommunikation war wirklich unter aller Sau. Leider so, ja. Update war nicht so gut wie erwartet. Er hatte dich IC in der Mine getroffen, hast du mitbekommen, wie erschrocken ich war, dich in der Mine zu treffen. Ja, ich habe es ja noch ausgespielt, dass ich mich da auf den Boden setze. Ich kann euch sagen, was der Grund war, warum ich da vorgestern offstream auch in der Mine war. Der Grund war, dass 289 Leute auf dem Server waren und ich durch die Städte geritten bin und niemanden getroffen habe. Niemand. Ich habe einfach keine Seele getroffen. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwo müssen die Leute ja sein. Und die waren halt alle in der Mine. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann gucken wir uns das mal an, wie das RP dann da ist. Stellt sich raus, ist kein RP. Stellt sich raus, die Leute stellen sogar die Pferde mitten in die Mine, damit sie dazwischen lagern können. Und ja, war nicht geil. In den Strängen stand aber im Discord. Ja, jetzt stand es im Discord. Vor 4 Wochen, oder weiß ich nicht, wie lange das her ist, dass der Vibe angekündigt wurde, stand es nicht im Discord. Ich weiß, wie oft Mr. Bennett im Support war und gefragt hat, ob wir unsere Stränge weiterspielen dürfen. Ich weiß auch, was die Antwort darauf war. Das ist eben der Punkt. Sie hätten erstmal alles fertig machen sollen, testen sollen und so weiter, bis alles läuft. Aber sie lassen die meisten alle einfach so stehen. Das ist echt traurig. Und so sehe ich das eben auch. Wurde wohl getestet, aber mit der Handvoll Leute, die es getestet haben, lief es. Ja, es gab einen Test. An dem Stresstest waren wir ja auch da. Da war es schwierig, teilweise zu testen, weil die Leute alle rumgegammelt haben. Das haben wir aber auch gesagt. Also, ne, wir haben das auch direkt als Feedback weitergegeben. Offensichtlich wurde kein weiterer Test gebraucht. Keine Ahnung, stecke ich nicht dahinter. Wie gesagt, weiß ich nicht. Hat ausgereicht. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt das, was wir haben. Den Server gar nicht ankündigen, sondern der öffentlichen machen, wenn alles implementiert ist, zu arbeiten. Genau, ich denke auch. Sie hätten gar nichts sagen sollen und es einfach im Hintergrund arbeiten sollen. Weil jetzt ist der Druck auf die Devs so viel höher und auf das gesamte Team. Jetzt ist es einfach so viel höher. Und das muss nicht sein. Ich glaube fest daran, dass die Jungs da eine sehr, sehr gute Arbeit machen. Ne, versteht das nicht falsch. Aber ich glaube, dass die Entscheidungen, die dann von oben getroffen wurden, dass die einfach kontraproduktiv sind. Und der Support handelt nur nach dem, was ihm vorgegeben ist. Also mache ich da in der Hinsicht keinen einen Vorwurf. Den Vorwurf, den ich mache, ist, dass die Kommunikation absoluter Mist ist. Und dass das frustriert. Und da stehe ich auch zu. Ich bin immer jemand, der ehrlich seine Meinung sagt. Ich habe diesen Server hier über Monate hinweg auch sehr, sehr gelobt und habe vielen Leuten erklärt, wie sie auf den Server kommen und wie sie auf dem Server spielen können. Wow. Aber wenn kleiner dann als eben drei. Finn, danke schön für deinen Sub im zweiten. Und Melvin, danke auch für deinen Sub, den du an Joyska gegeben hast. Dankeschön. Aber wenn dann eben was nicht so funktioniert, Howdy, oder ich eben unzufrieden bin, dann sage ich das genauso. Und das ist ja auch mein gutes Recht. Mir macht es momentan auch keinen Spaß. Ich bin sehr enttäuscht. 80% nur Farmbots unterwegs, ja. Nicht so geil, ja. Ich muss erstmal runterscrollen hier. Als Zuschauerin merke halt auch, dass immer weniger Leute streamen, weil sie einfach frustriert sind, genau. Man sieht auch bei den Händlern, Nail und Nachi zum Beispiel, stehen mit nix da, die haben ihren Handelsmann verloren, müssen jetzt sehen, wie sie ab hier noch weiterführen können. Ja, die wollten die Wirtschaft retten und nun farmen alle in der Mine. Genau, so die ersten hatten am zweiten Tag schon wieder 100 Dollar. Keine Ahnung. Also ich finde auch nicht geil, dass sie diese 2 Farmspots da reingebaut haben.
Vorher war das halt viel cooler. Da konntest du wirklich, also keine Ahnung, ich weiß nicht. Ist nicht, also, aber das ist halt nur ein persönliches Ding. So, finde ich nicht geil mit diesen Farmspots. Vorher konntest du wenigstens auch die ganze Welt bereisen und die ganze Welt nutzen, um Sachen abzubauen. Und hast dann dein Holz gehabt, was man hier oben hat. Konntest das auserpien und so. Sich jetzt mit 10 Mann ineinander zu knubbeln und keiner von denen redet, was ich gut verstehe. Ne? Wenn du farmst, farmst du halt so, dann, keine Ahnung. Ja, ist halt nicht geil. Genau, die RP-Qualität hat gelitten durch manche neue, für viele neue Spieler, die wirklich RP spielen wollen, ist es super schwierig, weil die alten Eingesessenen gegenüber neuen Spielern jetzt gerade so diese, bisschen dieses Naserümpfen auch haben. Nicht alle, ne? Aber es ist so, ich nehme mich da auch nicht aus. Es ist halt schwierig, so. Verstehe dich sehr gut, mir geht es nicht wirklich anders. Ich weiß, Psycho, bei dir ist ja auch mit dem zweiten Charakter, ach, das könnte man noch verschmerzen, wenn man irgendwie wüsste, okay, dann und dann kann man wieder. Ich finde es als neuer Spieler sehr ausladend, dass es so dargestellt wird, dass man, als sei man hier nicht gewünscht. Klar gibt es Idioten, aber es gibt auch schon davor, also dass es immer so rüberkommt. Rockmaster, kann ich voll und ganz verstehen. Das ist auch nicht Intention. Ich kann dir sagen, dass das davor so war, dass wir neue Spieler sehr, sehr herzlich immer empfangen haben und uns da auch wirklich gut drum gekümmert haben. Zumindest für alle von der Ranch kann ich davon sprechen. Und auch von alle, die ich jetzt im Stream kenne. Ich weiß nicht, wie oft ich hier Stream-Support geleistet habe, um den Leuten zu erklären, wie sie auf den Server kommen, was sie machen müssen, wie oft Leute hier im Stream, im Chat anderen geholfen haben, dann auch weiter über Discord geholfen haben, damit Leute auf den Server kommen. Aber wenn halt mit einem Schlag 150 neue Leute raufkommen und davon sind 100 einfach einfach Audi. Idioten, die sich halt einfach an nichts halten und die den Spielspaß enorm, enorm nach unten drücken, dann ist das halt, ja, leider auch so. Ich will das nicht entschuldigen, ne? Aber ich merke das ja selbst mit Frieda auch. Das ist eben auch ein Punkt. Ich bin mit Frieda, Frieda ist passiv-aggressiv, so, weil sie darauf halt keinen Bock hat. Sie wurde jetzt schon 3-mal umgeritten, die Zäune wurden kaputt gemacht, jemand kackt in den Stall. Ich habe auch schon gehört, oh Gott, wie cringe. Also, ja, keine Ahnung. Hat mich geil gerade für mich. Ich komme jetzt nicht hinterher. Moment. Das wird böse enden. In 4 Wochen ist der Content da und alle haben $5,000 und jeder dritte fährt wieder Postkutsche, obwohl er nur ein einfacher Outlaw ist. Ja, das ist doof. Wir können nichts machen auf der Ranch und müssen immer damit rechnen, dass jemand kommt und sagt, das war seine Ranch. Genau, das kommt auch noch dazu. Auch ein Ding, was mit einfacher Kommunikation, wo man dagegenhalten könnte, wenn der Support eben sagt, lass den Quatsch. So, es verbietet niemand, jemanden eine neue Ranch zu bespielen, auch neuen Leuten nicht. Aber lass doch den Quatsch den Spielern, die hier schon seit Monaten spielen und sich was aufgebaut haben, das jetzt streitig machen zu wollen. Was ist das denn für ein RP? So, I don't know. Ich meine, bleibt es ja ein Spielen. Wenn es einem nicht gut damit geht, dann muss man, wie du sagst, die Reißleine ziehen. Genau. Hast du gerade die halbe Nacht auf der Ranch und hab sie bewacht? Ja, das habe ich. Ich habe die Bilder gesehen. Ja, genauso geht es uns auch. Es ist echt so viel Kopfschmerzen gerade. Die Farmen sind so wichtig im County und wenn das System nicht geht, sollte man nicht einfach so den Server ins offene Messer laufen lassen. Dem neuen Update fehlen so viele wichtige Funktionen. Cool, der Server läuft das auch nur so gerade, aber man kann einfach nichts machen. Farm, farm, farm. Ja. Wir haben auch überlegt, okay, wir könnten halt wenigstens die Bandit-Spiele machen, so, aber wenn du jeden Tag die Bandit-Spiele machst, ist das auch blöd. Ich bin mir sicher, die Jungs und Mädels werden sich da auch bestimmt was einfallen lassen und versuchen, sich da eine gute Zeit zu machen. Und ich finde das auch gut, wenn Leute sagen, ey, sie wollen das weiter durchstellen. Hut ab dafür. Für mich ist das halt nicht der richtige Weg, so. Also ich will halt, versteht das nicht falsch. Mir tut es unfassbar leid um die Leute. Und ich wäre gerne in der Position zu sagen, ey, komm, ist scheißegal, ich zieh das jetzt durch.
Bin ich aber nicht, weil ich so frustriert bin, dass ich keine Lust habe. Und wenn ich so frustriert bin, dass ich keine Lust habe einzuloggen, habe ich Bauchschmerzen. Und dann habe ich auch keine Lust mehr zu streamen. Und dann führt eins zum anderen. Und dann habe ich schlechte Laune in-game. Und dann lasse ich das auch im RP raus, weil dann irgendwann kannst du das halt nicht mehr trennen. Und so war das bei mir schon immer. Wenn ich keinen Spaß mit irgendwas habe, dann lasse ich es. Und dann mache ich was anderes, weil mir meine Zeit dafür viel zu schade ist. So hart, wie das klingt, aber ja, so ist es halt. Ich kann halt nur versuchen, so ehrlich wie möglich zu sein. Und das ist halt so ehrlich, wie ich es jetzt sehe. Minen- und Holzarbeit sind leider so richtig GTA. Es fehlt nur noch der Verarbeiter und dann Verkäufer. Alles, was wir vorher nie gebraucht hatten. Es fehlen wichtige Funktionen. Das Farm- und Stall-Update sollte erst fertig sein. Dann sollte man den Server erst releasen. Chefs arbeiten in ihrer Freizeit unentgeltlich, so gut sie können. Bitte habt dafür Verständnis. Nochmal. Das, ne? Ist überhaupt kein Ding, dass man sagt, ey, die Devs machen scheiß Arbeit. Überhaupt nicht. Die arbeiten da wirklich Tag und Nacht dran. Das merkt man ja auch. Das haben sie auch vorher. Ich gehe nicht davon aus, dass es die Entscheidung der Devs war, das Update rauszubringen. Sondern die Entscheidung kommt von der Projektleitung. Und in dem Fall hat die Projektleitung in meinen Augen eine falsche Entscheidung getroffen. Und entweder man zieht sich den Schuh an oder nicht. Ich kann das nur so sagen, weil ich keine anderen Informationen habe. Ich weiß nicht, warum das Update sonst rauskam. Aber ich bin Spieler auf diesem Server und deswegen sage ich meine Meinung dazu. Ob, wenn ich es gut finde, genauso wie wenn ich es nicht gut finde. Wollen Sie den Chef sprechen oder jemand, der Ahnung hat? Ändert nichts. Also es ändert ja nichts daran, wenn ich mich jetzt mit Luni hinsetze. Was ändert das für die anderen 300 Spieler? Gar nichts. Es würde vielleicht was ändern, wenn der Chef zu allen sprechen würde und sagen würde, hey, passt auf. Das ist der Grund, warum es aktuell so scheiße ist. Das ist der Plan, wie und wann es besser wird. Hier sind die Informationen, die ihr braucht. Dann, denke ich, würde sich was ändern. Wenn das nicht passiert, ändert sich nichts. Mama Svenja, vielen Dank für dein Follow. In der RP-Szene gerät aber ein Server auch schnell in Vergessenheit, wenn er zu lang zu ist. Die Leute suchen sich was Neues. Richtig, deswegen unterschreibe ich das Ding mit, wir hätten das Update gar nicht ankündigen sollen, sondern hätten einfach so weitermachen sollen. Der Server war sehr beliebt. Und ist es immer noch. Und wird es auch weiterhin sein, wenn sie die richtigen Schritte gehen. Es ist ein guter Server. Hallo Neoliberal übrigens. genau, Psycho. Das sagt Bedbox, hat leider erst gerade reingeschaltet, aber das ist nach dem Vibe viele erstmal Farben für Pferde etc. ist verständlich. Ja, fand das System vorher auch besser. Ich denke, hier wird bald. Wenn nicht mal mehr Salz abtragen, dann die sein ganzes Lebenssinn wurde entwendet. Ja, ist bei einigen so. Die Farmspots ist jetzt nicht so schlimm, sollten die Leute RP machen. Aber sie sollten diese alten Systeme mit dem E reinmachen, dann gibt es auch. Ja. Weiß ich nicht, wie gesagt. Finde ich nicht geil. Es hat auch vorher funktioniert ohne Farmspots. Willst du das IC aus? Frieda geht Liam besuchen? Nein, ich habe IC gesagt, dass Frieda auf ein Gestüt außerhalb des Countys geht, und dort, um dort ein bisschen was zu lernen. Boah, ich komme gar nicht hinterher, das alles zu lesen, ne? Wenn man mit den Großen spielen will, sollte man es anders machen. Tester erstellen, daran arbeiten und ab und zu Spieler darauf einladen zum Testen, wenn alles soweit fertig ist. Und läuft erst dann online gehen, mit neuem Server den alten Server laufen lassen. So habe ich das mit meinen Projekten gemacht. So wie es jetzt ist, fahren sie ein ganzes Ding an die Wand, nur um mehr Spieler zu gewinnen. Es hat diesen Eindruck. Das ist der Punkt. Alles hat immer so ein bisschen einen Beigeschmack. Und den Eindruck haben einige Leute. Es macht den Eindruck, als ob es nur darum ginge, mehr Leute auf den Server zu bringen. Koste es, was es wolle. Das ist der Eindruck, den die meisten oder viele haben. Ich sag nicht die meisten. Viele Leute haben diesen Eindruck. Und warum haben sie diesen Eindruck? Weil keine andere Information dazu da ist. Ich habe
schon drei Geschichten gehört, warum dieses Update so kam, wie es kam. Aber das sind nur Geschichten. Weil ich das nicht von den Leuten gehört habe, die das tatsächlich, die dafür verantwortlich sind. Also gebe ich darauf nichts und sage das jetzt auch nicht groß weiter, weil es ist halt nicht bestätigt. Deswegen will ich halt nicht an diesem gerüchtestreuen Ding mitmachen. So, versteht ihr? Also ist mein Eindruck weiter, wie er halt ist. Kommunikation ist scheiße. RP ist kaputt. Dr. White aus Strawberry in der Mine getroffen. Hab ihn gefragt, was er hier macht. Er sagte, er hätte seinen Ärztebrief noch nicht. Aber er ist halt in die Mine gegangen, um sich eine Waffe zu kaufen. Wegen den Wildtieren. Kann ich verstehen, ja? Kann ich auch verstehen. Ich mach den Spielern da auch keinen Vorwurf. Irgendwie willst du ja auch was machen. Ich weiß auch, dass Coffee morgens um 5 Uhr noch auf der Ranch sitzt und nicht weiß, was er mit sich anstellen soll. Ich mach den Spielern da an sich jetzt nicht den großen Vorwurf. Spieler nutzen das, was ihnen gegeben wird. Immer. Niemand. Ne? Ich habe auch Deputies in der Mine gesehen. Aber ich, das war auch zu dem Zeitpunkt, wo ich mir sehr gut denken kann, warum die Deputies in der Mine waren. Weil es halt kein anderes. Es war halt leer. Ich war in Valentine, da war niemand. Ich war in Blackwater, da war niemand. Ich war in Rhodes, da war niemand. Und dann mich nach Emsburg. Und da standen 1000 Pferde. Da waren alle. So. Ja, man geht halt dahin, wo man dann die Leute vermutet, wenn man dann halt RP machen will. Könnt ihr Stammspieler nicht mit der Projektleitung reden? Ich habe im Discord, im Chat gesehen, dass ein paar Leute das versuchen oder versucht haben, auch ihre Meinung dazu sagen. Das ist schwierig, weil das natürlich, also Kritik wird halt nicht gerne gesehen, denke ich. Ne? Es wurde jetzt nicht verboten oder so. Es hat niemand gesagt, so schreibt ihr eure Kritik nicht rein. Aber du willst ja auch keine miese Stimmung machen. So, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Sinn und Zweck ist es auch nicht, darüber zu meckern. Und sich jetzt darüber aufzuregen. Damit ist niemandem geholfen. Sinn und Zweck ist es, eine konstruktive Lösung zu finden. Und ich kann das nur machen, indem ich eben meinen Stream dazu nutze und sage, hey, das ist halt der Grund. Ich bin momentan frustriert, deswegen werde ich nicht weiterspielen. Weil ich das halt für mich so jetzt nicht sehe. Ich sehe Frieda nicht in der Mine. Ich sehe auch Frieda nicht den ganzen Tag nur auf der Ranch sitzen und nichts machen. Frieda war immer unterwegs. So, das wäre halt der Tod für mich. Also, in-game zumindest. Ne? So, das macht halt keinen Sinn. Vielleicht hat die Projektleitung das Bedürfnis, aber wichtiger wäre es, auch nicht mit ein paar einzelnen Leuten zu sprechen, sondern wichtiger wäre es, den ganzen Server in Kenntnis zu setzen. Wenn ich nicht angestellt bin, bin ich auch kein Deputy. Und wenn ich angestellt bin, kann ich nicht in der Mine arbeiten, weil mein Job als Deputy gar nicht ausführt. Für euch ist Tom ja in der Mine, damit die Frauen nicht arbeiten müssen. Ja, aber das hat auch nur Zweck der Sache so. Wäre seit Tagen in der Mine wenigstens ein wenig RP zu spielen. Aber die Steineklopfer-Zombies sind halt mit YouTube und nicht. Bist du denn schon als Pferdetrainerin vom Grundsatz her wieder eingestellt? Also könntest du theoretisch schon Pferde trainieren? Ja. Könnte ich. Theoretisch. Praktisch nicht. Auch dazu gab es keine Infos. Und ich kann da so ein bisschen aus meiner Zunft zumindest sprechen. Und ich verstehe das vollkommen. Wir waren 40 Stallmeister. 40. Davon waren, sagen wir mal 5, ich weiß nicht genau, wie viele auf der McFarlane Ranch dann am Ende genau angestellt waren. Auf der McFarlane Ranch 5, auf der Emerald Ranch 1, auf der Bennett Ranch 1. Der Rest war in den Städten. Und die haben alle ihren Job verloren. Das wurde nicht vorher irgendwie ausgespielt. Es wurde nicht wenigstens vorher irgendwie im RP so ein bisschen in die Richtung gespielt. Sondern von heute auf morgen haben die ihren Job verloren. Und werden auch nicht mehr eingestellt, weil in den Städten sollen keine Leute mehr sein.
Die einzige Möglichkeit bleibt, die Leute alle auf die Ranches zu holen. Das heißt, auf jeder Ranch sind 10 Stallmeister. Wenn man es den Leuten eben irgendwie wieder zurückgeben will. Das wäre aber dann eine Spielersache. Das heißt, die Spieler müssten sich dazu entscheiden, sich gegenseitig unter die Arme zu greifen und das zu machen. Das ist zum Beispiel aber etwas, was Frieda gar nicht will. Und was auch Mr. Bennett nicht wollen würde. So. Also müssen wir halt den Karren aus dem Dreck fahren. Und das ist halt ein System, was ich nicht mitgehen will. Das will auch Mr. Wilson nicht, richtig. Weil wir unser RP ja schon gespielt haben. Will niemand. Aber die anderen sind natürlich genauso frustriert, weil sie jetzt keinen Job mehr haben. Ist halt, wie du es drehst und wendest. Das ist halt nicht geil. Ist halt einfach nicht geil. Für keinen. Die Ärzte haben teilweise ihre Jobs nicht. Ich weiß nicht warum. Es gibt ja auch das Dispatch-System nicht mehr. Berichtigt mich, wenn ich da jetzt falsche Infos sage, aber soweit mir bekannt ist, gibt es das Dispatch-System nicht mehr. Ich weiß, dass ganz viele Ärzte durch die Gegend reiten und versuchen, da irgendwie Leute zu finden. Aber natürlich dann, wenn ein Arzt gebraucht wird, ist natürlich schwierig. Noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, aber die ich nicht hundertprozentig bestätigen kann. Kann es sein, dass du keine Leute mehr aufheben kannst, wenn sie umgefallen sind? Also ich habe letztens nicht das Ding gesehen, dass ich jemanden aufheben konnte. Da ist ja jemand bei uns auf der Ranch umgekippt. Aber ich glaube, wir konnten den alle nicht aufheben. Ne? Der hat dann da halt gelegen. So. Das heißt, wir können die Leute noch nicht mal zu den Ärzten bringen. Das geht? Okay. Also ich weiß, vor 3 Tagen ist bei uns auf der Ranch jemand... Genau, Coffee, du hast daneben gestanden, ne? Der Typ, der bei uns umgekippt ist. Wir konnten den nicht aufheben. Das heißt, dass wir dann runterreiten müssen, jemanden, also einen Arzt suchen, bis man dann einen gefunden hat. Das hatten wir ja morgens auch mit der McFarlane Ranch, da ist jemand umgekippt. Da ist Frieda dann durch die Gegend geritten, hat versucht, einen Arzt ranzubekommen. War in Valentine, war in Blackwater, da war kein Arzt, da kam sie wieder zurück, dann ist der halt schon wieder aufgestanden. Ja, das ist halt ein bisschen krüppelig. Plus auch, dass man die Leute fesseln muss, wenn man sie auf das Pferd legt. Vorher, also wenn Leute umgekippt sind vorher, musste man sie nicht zwingend fesseln dafür. Problem ist, dass das Update leider zu früh rauskommt. Genau, ich denke, das sieht der Großteil so. Alkyra, vielen Dank übrigens auch für deinen Follow, genauso wie Neoliberal Pro, dankeschön. Also wie ein Auto ohne Reifen oder Tank da. Ja, Coffee hat das gestern gut beschrieben. Coffee, darf ich das nochmal nutzen, die Metapher, die du dafür benutzt hast gestern? Wurde gestern schon von 9 Leuten überfallen, die sind nicht einen Tag drauf und nehmen direkt Leute aus. Die sollen erstmal RP machen. Und ich sehe schon, komm, es wird wie GTA werden. Nein, eben, vorher musste man sie nicht fesseln, ja genau. Aber manchmal eine andere Frage, müsst ihr echt eine Ranch bewachen, weil die sonst geklärt wird? Ja. Ja. Müssen wir. Ja, okay, danke, Coffee. Der Coffee hat gesagt, das ist wie, also der Server ist jetzt, vorher war es ein Auto, das gefahren ist. Ein solides Auto, so. Ein guter Kombi, der gut gelaufen ist. Jetzt ist es ein Dreirad ohne Räder. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich befürchte, in 4 Wochen wird es wirklich so sein wie bei GTA. Ich würde diesen GTA-Vergleich nicht so ziehen. Also, oh. Entschuldigung. GTA per se ist ja auch, also ne, da kommt es ja auch drauf an, immer auf welchen Server du spielst. GTA-RP per se ist nicht schlecht. Ich hatte zum Beispiel auf meinem Server, dem ich jetzt seit über einem Jahr immer spiele, sehr viel Spaß. Eigentlich immer. Bis auf das mein Charakter mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat und ich dann gesagt habe, okay, ich brauche mal eine GTA-Pause. Kommt dann immer wieder.
Es gibt Server, da ist das genau so. Da ist das nur so ein Farm-Server. Gibt aber auch andere gute Server. Deswegen würde ich das nicht immer unbedingt 1:1 gleichsetzen. Nee, neoliberal. Lass dich davon, das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung und meine Erklärung, warum ich sage, dass ich für mich im Moment hier eine Pause brauche. Aber mach dir ein eigenes Bild. Mach das. Guck, ob du damit klarkommst oder nicht. Ich denke, es ist auch nochmal was anderes, wenn man als neuer Spieler draufkommt oder wenn man eben die letzten 5 Monate hier drauf war und seine Stränge gespielt hat, die jetzt weg sind. Ja. Wie claimen? Ihr bespielt das doch schon ewig. Wer soll, kann die euch dann noch streitig machen und vor allem wie? Also, das habe ich in einem anderen Stream gesehen und Cooper war ja gerade eben da auch. Die bespielen ja mittlerweile eine andere Ranch und ich habe das gesehen im Stream. Da sind Leute gekommen, die irgendwann mal gespielt hatten, die aber schon seit mehr als 6 Wochen nicht mehr auf dem Server sind. Und die sind zurückgekommen und haben halt gesagt, so, ja, ist unsere Ranch, verpisst euch hier. Ja. Es gibt aber auch neue Leute, die, das habe ich auch schon gesehen, und ich glaube, das war so ein bisschen das, was bei Ackermann, glaube ich, los war, aber ich weiß es nicht ganz genau, da müsste ich jetzt lügen. Aber ich habe auch schon gesehen, dass es ganz neue Leute gibt, die halt Bock haben, eine Ranch zu spielen und die sich dann halt einfach draufsetzen. Und dann halt sagen, es ist ihre Ranch. So. Ich weiß jetzt aber nicht von der Ranch von Bonnie, wo der Sutherland sagt, es wäre seine Ranch. Doch, genau von der Ranch spreche ich. Weil die Ranch ja seit, boah, ich weiß nicht, 4 Wochen oder so bespielt wird von denen. Ich kann, wie gesagt, immer nur aus meiner Sicht das Ganze sehen oder sagen. Ne? Und meine Sicht ist nicht die allgemeine Sicht. Das müsst ihr ganz klar unterscheiden. Ich war mit Frieda 3-mal in der Mine. Ich hatte 2-mal überhaupt kein RP. Haben die Leute nur da gestanden und haben gar nichts gesagt. Und 1-mal hatte ich wenigstens ein bisschen RP. Lag aber auch daran, dass da Leute waren, die ich kannte. Also halt meine Leute hier von der Ranch mit waren. Wenn man sich aber, denke ich, bemüht und mit den Leuten spricht, dann kriegt man auch bestimmt den einen oder anderen dazu, dass man da vielleicht ein bisschen RP machen kann. Ja, aber Lachi, das ist etwas, was sich im RP dann eben ergeben hat. Das ist ja genau das Ding. Deswegen passiert ja momentan genau das. Du bist dann halt mal 2 Wochen nicht da oder was weiß ich, wie lange. Ich weiß nicht genau, wie lange du jetzt da warst oder nicht. Ist im Prinzip jetzt auch nichts, dass wir hier diskutieren müssen, so, weil es geht nicht um unsere Ranch. war halt nicht da. Die Ranch ist frei gewesen. Der Support weiß darüber Bescheid. It is what it is. Alles gut. Weiß nicht, was dahinter steckt. Deswegen sage ich ja. Das mag ja noch einen RP-Hintergrund haben, warum ihr dann da seid. Aber es gibt eben auch Leute, die keinen RP-Hintergrund haben, die seit 3 Tagen auf dem Server sind und sich dann auf eine Ranch setzen. Auch die gibt es. Falls ich nicht Hallo gesagt habe, dann an dieser Stelle nochmal Hallo. Hallo, Radauknecht, hallo. Man kann auch in der Mine RP machen, das kommt darauf an, wer da eben gerade in der Mine ist. Genau. Ja, das ist nicht unmöglich. Liegt auch immer an einem selbst.
Ich stehe zum Beispiel in der Mine wegen dem Ertrag. Ich stehe in der Mine, weil ich vor dem Weib Bergmann war, also auch weiterhin Bergmann bin, auf der Jagd nach dem Gold. Dann ist es legitim. Aber auf anderer Ranch waren auch schon Leute, die neu sind und sagen, sie wären seit 6 Monaten da, das ist ihre Ranch. Ja, habe ich auch gesehen. Hallo, Lockair. Luni hat ja auch gesagt, dass die etablierten Ranches bleiben. Auch in den Händen von den Leuten bleiben. Hat er in seinem Stream gesagt. Nur, es ist halt eine Nachricht, die im Stream war und die hat auch weit nicht jeder gesehen hat. So, ne? Gute ist trotzdem, dass man weiß, McFarlane ist Jenkins, Bennett ist Bennett, Ackermann, Ackermann, Wilson, Wilson. Das wissen die meisten, aber die Kleinen, ja, genau. Muss man denen jetzt nochmal beibringen. Deswegen sitzen die Leute hier auf der Ranch und bringen das den Leuten bei. Bin seit einem Monat weg und die Ranch existiert bereits seit 1 Monat und 2 Wochen, also kann das nicht sein. Wie gesagt, ich kann jetzt nur explizit hier von unserer Ranch sprechen und ich kann nur das sagen, was ich eben mitbekommen habe. Genau. Das ist das Ding. Also, um das nochmal klarzustellen. Ich schieße hier nicht gegen irgendjemanden. Ich will auch keine schlechte Stimmung verbreiten. Ich sage auch weiterhin, es lohnt sich. Probiert es aus. Kommt auf den Server, macht euch einen eigenen Eindruck. Kommt vielleicht nicht jetzt direkt auf den Server. Oder kommt vielleicht jetzt und gebt dem Ganzen dann aber über längere Zeit eine Chance. Ich kann euch sagen, dass wir in den letzten 4-5 Monaten hier unfassbar viel Spaß hatten. Unfassbar gutes RP hatten. Und der Support auch immer an Stelle war. Und geholfen hat, wo es nur ging. Es ist per se kein schlechter Server. Das Einzige, was schlecht ist, ist die Kommunikation, die im Moment gefahren wird und die Entscheidung, die getroffen wurde, was das Update angeht. Und das ist auch nur meine Meinung. Das muss nicht die Meinung von allen anderen sein. Ich weiß, dass das momentan die Meinung von einigen ist. Und wer die Muße hat, sich da weiter hinzusetzen und das weiter zu tun und dafür zu kämpfen, dass er seine Sachen behält, bitte macht es. Macht es. Und wer das momentan nicht hat, wer ihm sagt, ey, er will das im Moment nicht so, dann bringt euch nicht dazu. So, keine Ahnung. Macht's halt, bringt's halt sauber zu Ende und dann ist halt okay. So, dann macht ihr halt eine Pause. Es ist nur ein Spiel, es ist nur ein Server, es ist eure Freizeit, ihr müsst euch nicht rechtfertigen für gar nichts. Und man sollte eben immer ehrlich sein und eine offene Kommunikation führen. Und das tue ich. Deswegen sage ich, Red Dead RP wird es im Moment bei mir gerade nicht mehr geben. Das war jetzt der letzte Morgen, sozusagen, mit der Verabschiedung, mit der Ankündigung, dass Frieda jetzt erstmal auf ein anderes Gestüt geht, um sich da ausbilden zu lassen. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Irgendwann, ich hole davon jetzt erstmal Luft und komme dann vielleicht wieder mit neuen Ideen. In der Zwischenzeit werde ich was anderes machen. Und es wird, ich gehe mal davon aus, sehr wahrscheinlich auch in Richtung RP gehen, weil ich halt eigentlich sehr, sehr gerne RP spiele. Weil ich Spaß haben will. So, wenn ich halt meine Zeit hier verbringe, auch im Stream verbringe, dann will ich Spaß haben. Liam und Frieda, ich vermisse es so. Ja. Lachi, nochmal. Das ist eine Sache, die du nicht hier im Streamchat diskutieren solltest oder musst. Das ist eine Sache, die ihr im Support austragen müsst oder eben im RP untereinander. Aber damit haben wir halt am wenigsten zu tun. Ich habe das jetzt als Beispiel genommen, weil ich es gesagt habe oder weil ich es gesehen habe. Ich kann dir aber auch sagen, dass die schon länger da drauf sind. Besser, wie lange das hier jetzt läuft. Der Support weiß von dieser Ranch. Er weiß auch, von wem die bespielt wird. Wenn ihr da also Stress untereinander habt, klärt das entweder im Support oder klärt das untereinander, aber bitte nicht hier im Streamchat. Und damit ist die Diskussion dann jetzt hier auch, was das angeht, zumindest beendet, bitte. Deine angenehme Stimme musst du RP machen. Ja, ich spiele schon immer RP. Ich komme grundsätzlich aus dem RP, spiele schon immer RP. Ich werde das auch weitermachen. Ich habe auch Spaß an RP.
Und ich hoffe, dass irgendwann der Zeitpunkt ist, wo ich wieder zurückkommen kann. Und auch wieder hier geiles RP mit geilen Leuten haben kann. Also werden wir uns mit Sicherheit in ein paar Tagen, vielleicht früher, vielleicht später, I don't know, wiedersehen. Auch im Stream, wer Lust hat, sehr gerne. Wer hier ist wegen mir, er wird mich auf jeden Fall wiedersehen. Ansonsten, wie gesagt, gibt es auch ja, Leute, die weitermachen. Ich weiß, Mr. Bennett, Mrs. Bennett machen auf jeden Fall weiter. Ne, alle anderen, ich meine, ihr kennt die immer alle. Ich habe alle immer supportet und werde das auch weiterhin tun. Wenn ihr weiter Red Dead RP gucken wollt, dann macht das dann gerne. Es gibt auf diesem Server unfassbar viele gute Streamer, gute Spieler, die auch streamen, so rum. Tobt euch da aus. Wenn ihr wegen mir hier seid, dann seid ihr herzlich eingeladen, meine Streams auch weiter zu verfolgen. So, es hört für mich nicht auf. Genau. Ich rieche das Gum-RP. Nee, das. Gum-RP habe ich auch schon gespielt, aber nee. Da habe ich im Moment nicht so einen Bock drauf. Mit was geht es weiter in den Streams? Wahrscheinlich auch mit RP. Es ist jetzt. Also. Lasst euch überraschen, aber. Für Leute, die schon ganz lange hier sind, die werden das. Die werden wahrscheinlich wissen, wo es mich hintreibt. Ja, Tom, du warst nicht da. Ich habe fest damit gerechnet, dass du heute Morgen da bist. So, it is. In diesem Sinne möchte ich mich ganz, 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 ganz herzlich bedanken bei den Leuten, die mich die Monate über hier auch in Red Dead RP unterstützt haben und die hier waren und für die schöne Zeit danken, für die schönen Streams danken, für den schönen Chat danken. Auch den Leuten, die schon vor Red Dead RP da waren und immer noch da sind. Auch die Leute, die nachher noch da sein werden oder die eben nach Red Dead RP da sein werden. Howdy! Vielen Dank für alles. Es war mir eine Ehre. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mit genauso viel Spaß eben wieder auch hierhin zurückkommen können. Ich gehe stark davon aus, dass das so sein wird. Bis dahin holen wir erstmal Luft, machen Pause, damit man eben keine schlechte Stimmung nur verbreitet. Wer weiterhin meine Streams verfolgen will, gerne auf Twitter, Discord, Instagram, was weiß ich wo, folgen. Da kündige ich ja immer die Streams an. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in einem anderen Universum. Wahrscheinlich. Irgendwo, irgendwie. Und es wird nicht allzu lange dauern, gehe ich davon aus. Und damit denke ich, habe ich reinen Tisch gemacht. Howdy. Habe die Karten auf den Tisch gelegt. Und hoffe ich, dass damit alle fein sind. Und jetzt gucken wir nochmal, wo ich euch hinschicke. Sind gerade nicht so viele da irgendwie. Moment. Ich krieg euch irgendwo hin. Ja, ich schicke euch zum kleinen Fuchs. Könnt ihr da noch ein bisschen RP gucken? Mal gucken, wie es bei den Indianern so läuft. Die haben ja auch ein neues System bekommen. Howdy. So machen wir das. Genau, lasst gerne auch ein Follow da, wenn ihr mitkriegen wollt, wann der Stream wieder angeht. Vielen Dank für alle, die ein Follow dagelassen haben. Vielen Dank auch für den Support heute nochmal. Wie hat der rosa-rote Panther immer gesagt? Wir sehen uns wieder, keine Frage oder so? Weiß es nicht genau. Bin nicht so gut in sowas. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Und bis demnächst. Ciao, ciao.